So, vielen Dank. Danke auch, dass Sie so pünktlich wieder zurückgekommen sind. Ich hätte ja nicht gedacht, dass wir das wirklich schaffen, um 4 wieder zu starten. Mein Name ist Sebastian Walter. Ich darf den zweiten Teil des Symposiums moderieren. Freue mich auch, dass ich so tolle Redner habe, die ich einführen darf und vorstellen darf. Und ich möchte Sie noch mal darauf hinweisen, dass Sie morgen wahrscheinlich einen Link per E-Mail erhalten werden, der Sie dazu auffordert, die einzelnen Vorträge auch zu bewerten und gleichzeitig die Möglichkeit bietet, sich die Unterlagen, also auch die Handouts runterzuladen. Also wenn Sie ein E-Mail morgen bekommen mit einem Link, die auch das Logo mitträgt von dieser Veranstaltung, dann drücken Sie da drauf. Ich wollte jetzt nicht sagen, drücken Sie auf jede E-Mail, wo ein Link drin ist morgen, sonst wird das schwierig. Also, ich darf jetzt Herrn Professor Gründer vorstellen, der zu uns sprechen wird zum Thema Polypharmazie und Interaktion. Und Professor Gerhard Gründer war bis vor kurzem eben an der Universitätsklinik in Aachen tätig. Er hat eine ausgesprochene Expertise im Bereich Psychopharmakologie, er hat sich sehr damit beschäftigt, sozusagen Moleküle in vivo darzustellen, wie sie im Gehirn andocken und das zu visualisieren. Und er hat sich auch sehr mit Interaktionen beschäftigt. Seit kurzem ist er am Zentralinstitut für seelische Gesundheit tätig und er wird uns jetzt berichten eben über Polypharmazie und Interaktion. Ich freue mich, dass Sie da sind. Bitte. Lieber Herr Walter, lieber Erich, lieber Herr Kavohl, wer war es noch? Herr Hoff? Hat noch eingeladen? Also ich danke den Einladenden, den Vorsitzenden. Jetzt wird's. Ich muss dastehen? Ach so, wegen dem Licht. Okay, na gut. Ich habe mir sagen lassen, man steht besser da, weil sonst muss ich immer mit dem Arm hier so rüberreichen. Aber gut, jetzt wird es sehr trivial nach den beiden sehr intellektuellen Vorträgen, die Sie schon gehört haben. Und der nach mir Sprechende wird dann auch wieder sehr, das wird ein Highlight, glaube ich. Insofern, ich fühle mich ganz schlecht mit meinem Thema. Ich versuche es trotzdem lehrreich zu machen. Also das ist natürlich ein Riesenthema, Polypharmazie und Interaktionen. Da kann man in 30 Minuten nur ein paar Grundprinzipien erläutern. Ich unterscheide mich wahrscheinlich auch durch meine Industriebeziehungen von den anderen Referenten, aber ich hoffe, dass Sie trotzdem nach 30 Minuten sagen, das hatte keinen Einfluss auf das, was ich jetzt sage. Interaktionen und Polypharmazie. Wenn Sie mehrere Medikamente geben und wir versuchen natürlich alle, in allen Leitlinien steht, man soll Monotherapie machen, wir machen natürlich alle Polypharmazie. Es geht kaum ein Patient aus der Klinik oder aus der Praxis raus, ohne eine Kombination von verschiedenen Pharmaka und manche haben 5 verschiedene. Das ist die klinische Realität und deshalb ist es eben doch ein bisschen wichtig, dass man sich darüber auch Gedanken macht. Wir können unterscheiden pharmakodynamische und pharmakokinetische Interaktionen. Pharmakodynamische spielen sich irgendwo am Wirkort ab, sind mit dem Wirkmechanismus assoziiert. Also zum Beispiel, Sie geben 2 Antipsychotika, beide Substanzen blockieren D2-Rezeptoren, beide interagieren an diesem D2-Rezeptor. Das ist eine pharmakodynamische Interaktion. Pharmakokinetische Interaktionen spielen sich eher auf der Ebene, hier auf dieser Ebene ab, Absorption, Verteilung, Metabolismus, Exkretion. Und ich will ein bisschen darauf fokussieren, einfach weil man in 30 Minuten sich auf irgendetwas fokussieren muss. Aber ich möchte trotzdem mit einer typischen pharmakodynamischen Interaktion anfangen, damit Sie einen Eindruck haben, worum es geht. Deshalb habe ich hier diesen Patienten mitgebracht. 65-jähriger Patient mit chronischer Schizophrenie. Seit mehreren Jahren stabil auf Olanzapin, 10 Milligramm pro Tag eingestellt. Der Patient konsultiert einen Urologen wegen eines seit einigen Monaten bestehenden, vor allem nächtlichen Harndrangs. Der Patient ist eben 65, nicht ganz seltenes Problem. Der Urologe verordnet Oxybutynin, 5 Milligramm pro Tag und nach einer Woche kommt es zu nächtlichen Verwirrtheitszuständen. Was ist hier passiert? Pharmakodynamische Interaktion. Wer traut sich? Anticholinerges Syndrom. Vielen Dank. Ganz richtig.
Herr Hiemke, der Papst der Pharmakokinetik, und Herr Eckermann, ein anderer, ein Unterpapst sozusagen, haben in diesem Papier hier Substanzen hinsichtlich ihrer pharmakodynamischen und pharmakokinetischen Interaktionen charakterisiert. Und hier finden Sie anticholinerge Aktivität. Das ist ein Papier, das kann ich sehr empfehlen. Sehr erschöpfend behandelt beide Gruppen von Interaktionen. Hier sind anticholinerge Aktivitäten dargestellt. Und hier haben wir unter moderaten Psychopharmaka Olanzapin. Olanzapin hat eine moderate anticholinerge Wirkung. Und hier unter den Substanzen mit hoher anticholinerger Aktivität haben wir Oxybutynin, hohe anticholinerge Aktivität, anticholinerges Syndrom. Das ist eine typische pharmakodynamische Interaktion. Anderes Beispiel, QTC-zeitverlängernde Arzneimittel. Auch ein häufiges klinisches Problem, über das wir uns häufig in der Klinik Gedanken machen. Wenn wir zwei Substanzen miteinander kombinieren, von denen wir wissen, dass sie die QTC-Zeit verlängern, dann ist das ein Problem, das sich addiert oder sogar potenziert. Beispiel, ich gebe hier Sertindol mit einer Substanz, die zu einer erheblichen QTC-Zeitverlängerung führt, und kombiniere das mit einer dieser vielen Substanzen, die hier rechts stehen, dann mag ich ein Problem bekommen. Und das ist natürlich unüberschaubar. Wir kennen unsere wesentlichen Substanzen im Bereich der Psychopharmaka, die eine QTC-Zeitverlängerung machen. Die Substanzen aus dem internistischen oder sonstigen Bereich, die überblicken wir nicht. Und deshalb ist es dann sinnvoll, wenn man solche Substanzen miteinander kombiniert, mal eine Interaktionsdatenbank zu Rate zu ziehen. Eine kommt ja ganz wesentlich hier aus diesem Haus. Kleiner Hinweis für die Praxis, melden Sie sich hier an bei credibleMeds.org. Da können Sie sich registrieren, kostenlos, und dann kriegen Sie regelmäßig Updates zu QTC-Zeitverlängerungen. Da gibt es auch sehr schöne Tabellen auf dieser Website. Also eine sehr schöne Quelle für das QTC-zeitverlängernde Potenzial von Arzneimitteln. Und wie gesagt, wenn es was Neues gibt, kriegt man eine E-Mail, wenn man registriert ist, und wird über Neuigkeiten auf diesem Gebiet informiert. Damit wollen wir uns jetzt im wesentlichen Teil meines Vortrags befassen, nämlich mit dem ZYP450-System. Das ist eine Leberzelle. Sie geben hier ein Medikament, in der Regel über den Darm rein, manchmal auch parenteral. Aber das ist der wesentliche Weg, Gott sei Dank. Und das Medikament wird dann eben zum Teil metabolisiert und zum Teil geht es durch die Leberzelle unverändert. Wir sprechen von Bioverfügbarkeit. Wenn wir also einen hohen Anteil von unverändertem Medikament hier im Blut anschließend nach der Leberpassage haben, sprechen wir von einer Substanz mit einer hohen Bioverfügbarkeit. Und das ist das biotransformierte Molekül. Und dieses biotransformierte Molekül kann wiederum selbst entweder inaktiv sein, pharmakologisch inaktiv, oder pharmakologisch aktiv. Beispiel für eine Substanz, die in dieser Weise hier behandelt würde von der Leber, wäre Risperidon. Risperidon kommt dann zum Teil eben unverändert an. Das ist dann, Sie geben hier Risperidon rein, dann kommt hier Risperidon raus, aber eben auch biotransformiertes Medikament. Und das wäre dann 9-Hydroxyrisperidon, der Hauptmetabolit. Der Hauptmetabolit ist dann wieder pharmakologisch aktiv und kann dann sogar eine pharmakologische Aktivität haben, die bedeutsamer ist für die Klinik als die Aktivität der unveränderten Muttersubstanz, wie beim Risperidon. Beim Aripiprazol haben wir auch einen aktiven Metaboliten, aber der entsteht weniger und ist etwas weniger biologisch aktiv. Gut, jetzt können wir sprechen wir in der Regel bei den meisten Psychopharmaka, insbesondere bei den Antipsychotika, sind therapeutische Referenzbereiche definiert. Komme ich gleich noch darauf, wo Sie die finden. Therapeutische Referenzbereiche, die wir anstreben, oberhalb derer wir mit vermehrten Nebenwirkungen zu rechnen haben. Wenn wir unterhalb im Referenzbereich bleiben, haben wir eine geringere Chance, einen Therapieeffekt zu erzielen. Für die meisten Antipsychotika, gerade die modernen, die sogenannten atypischen oder Zweitgenerations-Antipsychotika, sind therapeutische Referenzbereiche definiert. Und jetzt wissen wir eben, wenn wir eine Substanz geben, die den Metabolismus dieser Substanz hemmt, dann steigt der Plasmaspiegel an und wir bekommen Nebenwirkungen,
bis hin zur Toxizität. Wenn wir eine induzierende Substanz B geben, dann sinkt der Plasmaspiegel oder Serumspiegel der Substanz, die wir dem Patienten gegeben haben, und wir induzieren die Aktivität in der Leber so stark, dass im Zweifelsfall die Substanz, die wir gegeben haben, nicht mehr wirkt. Es gibt unterschiedliche Enzymvarianten. Das sind die wesentlichen für die Pharmakologie, insbesondere auch die Psychopharmakologie. Und hier sollte man bei den Substanzen, die Sie so tagtäglich kennen oder geben, sollten Sie die wesentlichen Abbauwege kennen. Also die 5 Antipsychotika, die wir 90% unserer Patienten geben, da sollte man wissen, wie die verstoffwechselt werden. Deshalb ist es sinnvoll, nicht quer durch den Garten das gesamte Armamentarium der Psychopharmakologie zu geben, sondern sich auf ein paar wesentliche Substanzen zu beschränken. Dann hat man auch deren Interaktionen im Blick. Und da gehe ich gleich in den nächsten Minuten ein paar Beispiele mit Ihnen durch. Und es ist eigentlich sehr übersichtlich. Vorab aber noch etwas zum Genotyp. Für 2D6 und 2C19 sind bestimmte Genotypen definiert, von denen Sie alle schon mal gehört haben. Ultra-Rapid Metabolizer, das sind die mit einer erhöhten Enzymaktivität, die metabolisieren dann besonders schnell. Oder Poor-Metabolizer, das sind die, die langsam metabolisieren. Im Prinzip hat man diese Situation hier genetisch. Ja, wenn Sie ein Ultra-Rapid Metabolizer sind, dann haben Sie, das ist wie, als wenn Sie ein induzierendes Medikament geben, der Serumspiegel sinkt. Wenn Sie ein Pur-Metabolizer sind, also langsam verstoffwechseln, steigt der Plasmaspiegel selbst bei therapeutischen Dosierungen an. So, und ein typisches Beispiel, das hier ist die häufigste Variante. 37% in der kaukasischen Bevölkerung haben den Genotyp oder das Allel Stern 1. Ja, Stern 1, wir haben ja 2 Varianten von jedem Gen. Stern 1 wäre eine typische Variante. Hier ist ein Beispiel aufgeführt, ein Patient mit dem Genotyp Stern 1, Stern 4. Hier gucken Sie dann Stern 4, hat keine Enzymaktivität. Kommt relativ häufig vor, 20% aller Kaukasier, das ist viel, 20%, jeder 5. hat dieses Allel Stern 4, 20%. Bedeutet, wenn Sie diesen Genotyp haben, haben Sie ein Allel mit normaler Aktivität und ein Allel mit verringerter Aktivität, dann bedeutet das im Zweifelsfall, dass Sie Intermediate Metabolizer sind. Also noch nicht pur, Sie haben immer noch ausreichende Stoffwechselkapazität, aber sie ist schon reduziert. Jetzt konstruieren wir mal, jetzt gucken wir uns mal an, Moment, es geht nicht wahr, hier, da wollte ich wollte eigentlich noch was anderes zeigen. Jetzt konstruieren wir mal den Fall Stern 4. 2 Allele ohne Aktivität. Rechnen Sie, aus diesen Zahlen können Sie ausrechnen, wie häufig dieser Genotyp ist. Stern 4. 20% ist die Allelhäufigkeit. Wie häufig ist dann die Genotyphäufigkeit? Simple Mathematik. Sehr gut. Wie haben Sie es gemacht? Wer hat es gesagt? Erich? Ach so, Sie da hinten. 0,2 mal 0,2. Ja, so ist es. Ja? 20% ist relative Häufigkeit. 0,2 mal 0,2 sind 0,04. Das sind 4%. 4% aller Kaukasier, aller Menschen in der nordeuropäischen Bevölkerung, dazu gehören wir auch, haben diesen Genotyp. Das ist häufig. Das heißt, wenn Sie eine Population von 100 Patienten haben, dann müssen Sie davon ausgehen, 4 davon sind pure Metabolizer. Die haben keine Enzymaktivität über 2D6. Das ist bedeutsam. Also wir reden hier nicht von irgendwas akademisch Abgehobenem, sondern das ist ein bedeutsames klinisches Problem. Dann sind wir nämlich hier. Pure Metabolizer. Allele jedweder Aktivität fehlen. Und Sie können auch ein Pure Metabolizer schon sein mit einem Allel mit erniedrigter Aktivität, mit einem Allel ohne Aktivität. Das hier ist der normale, der Extensive.
Ja, manchmal bekommt man von Kollegen einen Anruf, ich habe hier einen Laborbefund über einen Patienten, der ist extensive Metabolizer, was soll ich jetzt machen? Extensive ist der Normaltyp, das ist ganz normal. Ultra-Rapid Metabolizer ist der Schnellentgifter. So, und dann haben wir hier jetzt nämlich, einer von 20 Kaukasiern ist ein schwacher Entgifter via 2D6. Das sind die 4% plus 1% andere Varianten. 5% sind pure Metabolizer, einer von 20. Also in ihrer klinischen Population sind diese Patienten immer überall verfügbar. Davon müssen sie ausgehen. Das hier sind diese Nordeuropäer, hier haben sie die 20% Stern 4 ohne Aktivität. Und wenn Sie dann in andere Populationen gehen, zum Beispiel hier Äthiopier, AD sind aktive Duplikate, 30% aktive Duplikate bei Ostafrikanern. Bedeutet, wenn Sie Ostafrikaner behandeln, müssen Sie davon ausgehen, dass Ultra-Rapid-Metabolizer sehr viel häufiger sind als in der nordeuropäischen, in der kaukasischen Bevölkerung. 30% aktive Duplikate. Aktive Duplikate bedeutet, das Allel ist verdoppelt oder vermehrfacht. Bis zu 13 Vervielfältigungen sind bekannt. Also Menschen mit 13 Allelen von 2D6. Damit kriegen sie alles natürlich, kommt nichts mehr im Patienten an, dass über 2D6 verstoffwechselt wird. Gut. Jetzt geben wir einen Inhibitor. Die FDA, die amerikanische Arzneimittelzulassungsbehörde, hat diese Guidelines hier aufgestellt und die sagt, ein starker Inhibitor ist eine Substanz, die zu einem mehr als fünffachen Anstieg der Area under the Curve oder zu einer 80-prozentigen Abnahme der Clearance führt. Also vereinfacht gesagt, fünffacher Anstieg des Serumspiegels oder Plasmaspiegels. Moderater Inhibitor 2- bis 5-fach, schwacher Inhibitor 1,25 bis 2-facher Anstieg. Welche potenten Inhibitoren kennen Sie aus der Psychopharmakologie? Sie alle kennen welche. Fluvoxamin, natürlich, ganz wichtig. Fluvoxamin, super wichtig. Inhibiert welches Enzym? Nicht immer die gleichen. 1A2, ganz genau. 2D6, die potentesten Inhibitoren für 2D6. Aus der Psychopharmakologie? Geben Sie wahrscheinlich alle, ohne möglicherweise zu wissen, dass es potente, sehr potente, diese hier, dass es potente Inhibitoren von 2D6 sind. Hier sind sie aufgeführt. Also zunächst mal 1A2, Fluvoxamin. Da steht Fluvoxamin nochmal für 2C19. Hier, das ist ganz wichtig, Fluoxetin und Paroxetin sind potente Inhibitoren von 2D6. Fluoxetin und Paroxetin sind keine SSRI der ersten Wahl, weil sie ein sehr starkes Interaktionspotenzial haben. Und wenn Sie in der Psychopharmakologie tätig sind, dann ist das eine überschaubare Zahl von Substanzen hier links. Das wird natürlich viel komplizierter, wenn Sie noch Nicht-Psychopharmaka dazugeben. Also hier sind ganz viele Substanzen aufgeführt, Pilzmittel zum Beispiel, Ketoconazol oder hier der berühmte Grapefruitsaft. Aber diese Zahl hier von Substanzen, die ist relativ überschaubar. Es gibt ein paar, die hier nicht draufstehen. Aber letztendlich, wenn Sie nur diese Handvoll kennen, dann haben Sie schon einen unheimlichen Fortschritt in Ihrer täglichen klinischen Praxis gemacht. Jetzt hier das typische Beispiel, Clozapin. Wir geben, wenn wir den Plasmaspiegel von Clozapin nicht hoch bekommen, geben wir gerne Fluvoxamin dazu. Clozapin geht über welches Enzym ganz wesentlich? Steht hier 1A2. Typische Konstellation. Warum kriegen Sie den Plasmaspiegel von Clozapin nicht hoch? Sie sehen einen Patienten, der nimmt 500 Milligramm Clozapin und Sie messen einen Plasmaspiegel von 100 Nanogramm pro Milliliter. Warum? Der raucht. Ganz genau. Warum? Was hat das mit dem Rauchen auf sich? Was macht Rauchen? Die induzieren 1A2. Rauchen, nicht Nikotin, die Kohlenwasserstoffe, völlig richtig, die Kohlenwasserstoffe, die induzieren CYP1A2. Und deshalb, wenn Sie Clozapin geben, kriegen Sie den Plasmaspiegel nicht hoch. Oft. Und wir geben dann, um dem Patienten zu ersparen, dass er 800 Milligramm oder 1000 Milligramm nimmt, wir geben dann Fluvoxamin dazu und hemmen den Metabolismus. Zweite Substanz, die wesentlich über 1A2 verstoffwechselt wird, wo das ähnlich ist hier,
weniger ausgeprägt, aber ähnlich, auch von jedem von Ihnen hier gegeben, tagtäglich, vermute ich. Olanzapin. Sie wissen schon alles, Sie können sich hier hinstellen und den Vortrag halten. Sehr gut. Das ist ein typisches Beispiel hier, Plasmaspiegel von Clozapin. Wir gucken uns nur mal die Muttersubstanz an hier. Sie geben hier Fluvoxamin dazu und dann geht der Plasmaspiegel sofort sehr schnell nach oben. Und wenn Sie das nicht wissen, dann sind Sie sehr schnell im toxischen Bereich und der Patient wird delirant oder kriegt einen Krampfanfall. Ja, das ist ein gewaltiger Anstieg. Das kann eine Verdreifachung, Vervierfachung sein. Das ist das Prinzip. Fluvoxamin hemmt 1A2. Nikotin, nein, nicht Nikotin, jetzt sage ich selbst falsch, Rauchen induziert. Okay, das sind also Gegenspieler auf dieser Schiene. Und das ist das Gleiche hier mit Paroxetin. Hier haben wir Paroxetin dazugegeben, da passiert nichts. Paroxetin macht nichts an 1A2, aber nochmal ist ein potenter Inhibitor von 2D6. So, und das ist eben auch das Resultat. Ja, was ist noch der Vorteil, wenn man Fevarin dazugibt oder Fluvoxamin? Das ist der Spiegel hier unter Monotherapie, Clozapin 800 Milligramm. Dann sehen Sie eben auch starke Schwankungen im Plasmaspiegel. Und hier sehen Sie dann die Nebenwirkungen. Wenn Sie Fluvoxamin dazugeben, kriegen Sie eine Glättung des Plasmaspiegelprofils. Die Halbwertszeit wird länger. Es reicht eine Einmalgabe am Abend. Und Sie sehen hier nicht mehr diese ausgeprägten Peaks. Es gibt auch Nachteile, aber auf die kann ich hier aus Zeitgründen nicht eingehen. So, jetzt sind wir bei den Induktoren. Hier ist es ganz genauso. Die FDA sagt, ein potenter Induktor ist eine Substanz, die zu einer mehr als 80-prozentigen Abnahme der AUC führt. Potente Induktoren kennen Sie auch alle. Einen haben wir schon genannt, Rauchen. Der klinisch wichtigste Induktor, der in den meisten unserer Patienten vorkommt, weil die meisten rauchen. Zumindest bei den schizophrenen Patienten. Anderer wichtiger Induktor, viel weniger bedeutsam klinisch, Carbamazepin, was fällt Ihnen noch ein? Phenytoin spielt natürlich gar keine Rolle mehr, was häufiger noch eine Rolle spielt. Ginkgo oder auch Johanniskraut sind auch Enzyminduktoren. Hier einige Ginkgo-Präparate, Carbamazepin induziert 2C9 und 3A4. Und hier haben Sie eben keine Psychopharmaka, sondern Rauchen. Also Induktoren können Sie auch, ist sehr überschaubar. Ja, wenn Sie ein paar Substanzen kennen, können Sie Ihre klinischen Kombinationen ganz wesentlich durchschauen hinsichtlich Ihres Interaktionspotenzials. Ethanol geht über 2E1. Ethanol ist ein Induktor von sich selbst, denn Ethanol wird auch über 2E1 abgebaut. Und das wissen wir natürlich auch. Ethanol, es tritt eine Toleranz ein. Das ist eben auch eine pharmakokinetische Toleranz, weil Ethanol, Alkohol, seinen eigenen Metabolismus induziert. Deshalb vertragen Patienten dann mehr. Was ist hier passiert? Ganz typisch, haben wir vor Jahren mehrfach gemacht, diesen Fehler. Da kommen dann Patienten, mit einer schizoaffektiven Störung. Wir haben vor 10 Jahren so Kombinationen gegeben, Quetiapin plus Carbamazepin. Und dann kommt der Patient und wir geben dem schon 2 Gramm, 2000 Milligramm und er hat trotzdem keinen Plasmaspiegel. Dann fragt man den Patienten, nehmen Sie Ihr Medikament nicht? Natürlich hat der Patient schwört Stein und Bein, er hat sein Medikament genommen. Was ist hier passiert? Das hier ist Carbamazepin, das ist Quetiapin, nicht messbar unterhalb der Nachweisgrenze. Carbamazepin wird abgesetzt, plötzlich ist Quetiapin messbar. Wie ist das zu erklären? Quetiapin geht über 3A4 und zwar ausschließlich, ganz wesentlich. Quetiapin wird über 3A4 metabolisiert, Carbamazepin ist ein potenter Induktor von 3A4. Sie kriegen den Plasmaspiegel nicht hoch von Quetiapin, wenn Sie Carbamazepin dazugeben. Ähnlich auch beim Aripiprazol. Aripiprazol geht zu gleichen Teilen etwa über 2D6 und 3A4. Auch das ist in der Literatur gut berichtet. Wenn Sie Aripiprazol mit Carbamazepin kombinieren, dann führt das dazu, dass Sie eine doppelte Aripiprazol-Dosis brauchen. Weil eben 50%, ungefähr die Hälfte, geht über 3A4 und das wird dann bedeutend schneller metabolisiert. Gut.
Substrate, es ist auch wichtig, den Substratweg zu kennen, über welches, beziehungsweise, nein, es ist wichtig, wenn Sie ein Medikament geben, über welches Enzym es verstoffwechselt wird. Ja? Die wesentlichen Substanzen haben wir schon genannt, die wesentlichen Antipsychotika haben wir genannt. Und hier wird es natürlich jetzt extrem unübersichtlich und da müssen Sie dann eben Datenbanken zu Rate ziehen, wie PSIAC oder MediQ. Hier die wesentlichen Antipsychotika, die werden primär über 2D6 abgebaut. Risperidon als häufig gegebene Substanz, Haloperidol geht wesentlich über 2D6. Aripiprazol zu gleichen Teilen über 2D6 und 3A4. Olanzapin geht wesentlich über 1A2 und Quetiapin geht fast ausschließlich über 3A4. Also das sind so ein paar Kernpunkte, die man im Kopf haben sollte. Das überspringe ich jetzt mal aus Zeitgründen. Das ist gerade neu erschienen, das ist der neue Konsensus für therapeutisches Drug Monitoring, eine Enzyklopädie des therapeutischen Drug Monitorings. Das ist auch online verfügbar, können Sie auf der Homepage der AGNP www.agnp.de herunterladen. Die deutsche Übersetzung ist gerade in Vorbereitung, wird 2018 erscheinen. Ein Riesenpaper mit ganz viel Informationen zur Pharmakokinetik von Psychopharmaka. Das hier ist die Übersetzung des alten Konsensus. Die können Sie auch noch hier auf der Homepage der Psychopharmakotherapie herunterladen von 2012. Wie gesagt, 2018 werden Sie die deutsche Übersetzung des aktualisierten Konsensus herunterladen. Und da sehen Sie dann eben zum Beispiel die Art der Metabolisierung von allen psychotropen Substanzen. Sie finden auch zum Beispiel die Ratio. Ja, wir sprachen eben über Muttersubstanz und Metabolit. Typischerweise hat Muttersubstanz und Metabolit stehen in einem bestimmten Verhältnis zueinander. Beim Aripiprazol ist das zum Beispiel Metabolit durch Muttersubstanz 0,3 bis 0,5. Ich konstruiere jetzt mal ein Beispiel. Beim Risperidon, häufig gegeben, Sie bestimmen das im Labor und Sie bekommen aus dem Labor Muttersubstanz 2 Nanogramm pro Milliliter, Metabolit 20 Nanogramm pro Milliliter. Ist das eine normale Konstellation? 2 zu 20? Also 10-fach höher der Metabolit? Viele von Ihnen werden den Plasmaspiegel vielleicht mal hin und wieder messen und dann gucken Sie sich die Zahl an und dann steht da 22, therapeutischer Referenzbereich und dann ist gut, abgehakt. Da steckt aber viel mehr Informationen drin und dafür will ich Sie sensibilisieren. Wenn Sie 2 zu 20 sehen, dann ist das ein guter Hinweis dafür, dass das ein Extensive Metabolizer ist. Das ist eine ganz normale Konstellation. Sie finden viel weniger Muttersubstanz wie Metabolit beim Extensive Metabolizer. Jetzt kommt jemand zu Ihnen, da messen Sie Muttersubstanz 20, Metabolit 5. Da können Sie gleich einen Schluss draus ziehen. Das ist möglicherweise ein Intermediate Metabolizer, der metabolisiert langsamer. Also schon aus dieser Ratio können Sie einen Rückschluss ziehen auf den Genotyp des Patienten. Deshalb sollte man sich wirklich genau angucken, wenn man Plasmaspiegel misst, was misst man da eigentlich und was kommt aus dem Labor zurück? Und ein gutes Labor liefert dazu nicht nur den Wert, sondern auch eine Information. Sie finden in diesem Paper Inhibitoren, Induktoren. Und jetzt will ich Ihnen nochmal einen klinischen Fall zeigen zum Abschluss. Zu diesem Problem hier. Wann ist es sinnvoll zu wissen, welche Substanzen nicht hepatisch metabolisiert werden? Wir haben jetzt die ganze Zeit über hepatischen Metabolismus gesprochen. Es gibt aber einige wenige Substanzen, die nicht hepatisch metabolisiert sind. Und da ist es wichtig, in diesen Situationen ist es wichtig, zu wissen, welche nicht hepatisch metabolisiert sind. Also Sie haben zum Beispiel einen Patienten mit einer Leberzirrhose, dem geben Sie ungern ein Medikament, das hepatisch metabolisiert wird. Typische klinische Frage, ja, was kann ich einem Patienten geben, der eine schwere Leberzirrhose hat? Welches Antipsychotikum geben Sie dem? Paliperidon, sagen Sie, was gibt es noch?
substituierte Benzamide, ja, genau. Paliperidon, substituierte Benzamide. Das sind die Substanzen, die nicht hepatisch metabolisiert werden. Und hier jetzt zum Abschluss hier noch dieses klinische Beispiel von Herrn Paulsen publiziert, aus früher in meiner Arbeitsgruppe, heute Chefarzt im Alexianer Krankenhaus. Das war ein Patient, der kam mit der Kombination aus Clozapin und Risperidon zu uns. Und der hatte, hier finden Sie die Gamma-GT, der hatte Gamma-GT-Werte von über 1000. Das hier war der Clozapin-Spiegel, der war auch relativ resistent, chronisch schizophrener Patient. Hoher Clozapin-Spiegel, das hier ist der Metabolit, Norclozapin auch hoch. Was ist wahrscheinlicher, worauf ist die Gamma-GT-Erhöhung wahrscheinlicher zurückzuführen? Auf das Risperidon oder auf das Clozapin? Was ist wahrscheinlicher? Ja, da würde ich sagen Clozapin. Clozapin ist eine trizyklische Substanz, macht deutlich mehr Leberwerterhöhungen, deutlich häufiger als Risperidon. Sag ich jetzt mal, wir können das gerne nachher diskutieren. Trotzdem, wir hatten hier keine Chance. Ja, wir haben diesen Patienten trotzdem, wir haben gesagt, der braucht Clozapin, davon wollten wir nicht ablassen. Also haben wir gesagt, gehen wir ans Risperidon. Dann haben wir das Risperidon umgestellt auf Paliperidon, weil wir natürlich wussten, Paliperidon wird nicht hepatisch metabolisiert. Also entlasten wir den Patienten zumindest von der einen Substanz. Und was Sie jetzt hier finden, ist der Gamma-GT-Verlauf, der geht nämlich hier runter. Und das ist jetzt hier, also hier haben wir schon, hier haben wir Risperidon und hier haben Sie schon den Paliperidon-Spiegel. Risperidon plus Paliperidon. Und dann haben wir nur noch Paliperidon gegeben, also 9-Hydroxyrisperidon, den Metaboliten. Und deshalb finden Sie hier nur noch einen Balken. Und Sie sehen hier mit der Umstellung, mit der Entlastung des Patienten von der einen Substanz durch eine weniger hepatisch belastende, haben wir die Gamma-GT runtergebracht. Also es ist manchmal ganz wichtig, bei solchen schwierigen klinischen Fragestellungen sich über den Metabolismus Gedanken zu machen. Das fasst das hier nochmal zusammen. Jetzt tut es das wieder. Jetzt nochmal als letzten Hinweis hier auf dieses Paper von Hiemke und Eckermann in der Arzneimitteltherapie. Die haben sehr schöne Algorithmen dargestellt auf einen Interaktionscheck. Ja, erstmal checken Sie auf pharmakodynamische Interaktionen, kombinieren Sie Substanzen mit anticholinerger Aktivität, dann checken Sie auf QTC-Zeit verlängerndes Potenzial, dann checken Sie auf andere pharmakodynamische Interaktionen. Und dann kommt der pharmakokinetische Interaktionscheck, Inhibitor oder Induktor. Und dann sind Sie bei der optimalen Kombination bzw. beim Wissen um das Interaktionspotenzial. Zum Schluss ein Hinweis auf diese Bücher, wo Sie es nochmal genauer auch nachlesen können. Ein Hinweis auf meine private Website. Und dann freue ich mich auf die Diskussion und Fragen. Vielen Dank. Spannende Übersicht. Gibt es Fragen hier im Publikum? Dann stelle ich Erich da dran. Ja, Gerd, vielen Dank für die schöne Übersicht. Kannst du eine klinisch irgendwie brauchbare, einfache Regel geben, wann du Monitoring betreibst, Blutspiegel bestimmst, in welchen klinischen Situationen? Gut, wir sind natürlich, wir waren in Aachen natürlich ein bisschen obsessed, sage ich jetzt mal. Wir haben sicher mehr Plasmaspiegel gemessen oder Serumspiegel gemessen, als oft sinnvoll ist. Es ist nicht sinnvoll, wenn man in so einer Klinik wie Aachen ist, wo wir das auch wissenschaftlich untersucht haben, dann hat es Assistenten, ich sage jetzt auch Oberärzte gegeben, die schreiben dann die Anordnung rein, mit jeder Blutentnahme Plasmaspiegelmessung, das ist rausgeworfenes Geld. Also bei Antipsychotika mache ich es eigentlich klinisch wirklich regelmäßig, einfach um zu wissen, wo liege ich bei meinem Patienten, weil der Plasmaspiegel
gibt mir sehr guten Hinweis darauf, was ist im Hirn meines Patienten, wie viele Rezeptoren habe ich im Hirn meines Patienten besetzt. Und ich will natürlich immer im Sinne der Minimal Effective Dose die möglichst niedrige Dosis applizieren, sodass ich tatsächlich klinisch gerne bei Antipsychotika-Therapie eigentlich bei fast jedem Patienten einen Plasmaspiegel mache, um mich möglichst nach unten zu titrieren, an die möglichst niedrige Dosis. Wenn ich es ein bisschen ökonomischer formulieren soll, die Antwort auf diese Frage, würde ich sagen, immer dann, wenn der Patient auf übliche Dosierungen nicht anspricht, sollte man einen Plasmaspiegel bestimmen, dann kann der Ultra-Rapid Metabolizer sein. Oder wenn er auf übliche Dosierungen ungewöhnlich ausgeprägte Nebenwirkungen hat, das wäre dein Hinweis auf einen Pur-Metabolizer. Das wäre die Antwort für den eher ökonomisch orientierten Behandler. Wir haben noch Zeit für eine schnelle Frage. Nee, es gab keine. Clozapin und Fluvoxamin, wo liegen denn die Nachteile? Sie haben gesagt, Sie gehen aus Zeitgründen nicht auf eine. Vielleicht können Sie trotzdem ein, zwei Worte dazu sagen. Es gibt eine Untersuchung aus einer nordamerikanischen Gruppe. Die haben untersucht die Beziehung zwischen Muttersubstanz und Metabolit im Verhältnis zur kognitiven Leistung. Der Metabolit ist ein M1-Acetylcholin-Agonist. Der wirkt agonistisch am Acetylcholin-Rezeptor M1 und damit assoziiert man prokognitive Wirkungen. Das heißt, wenn ich das Verhältnis in Richtung Muttersubstanz verschiebe, weniger Metabolit habe, habe ich weniger prokognitive Substanz. Und tatsächlich haben die in dieser Untersuchung gefunden, dass es eine Beziehung gibt zwischen kognitiver Leistung, Arbeitsgedächtnisleistung dieser Patienten und Verhältnis zwischen Muttersubstanz und Metabolit. Das mag ein Nachteil sein. Vielen Dank. Welche Dosierung von Clozapin geben Sie Fluvoxamin dazu? Gibt es dafür Sie eine Grenze? Wenn ich jemanden hochtitriere, bei Clozapin mache ich tatsächlich immer Plasmaspiegelmessungen, immer. Wenn ich jemanden hochtitriere, dann mache ich meinen ersten Spiegel bei 300 Milligramm. Und wenn er bei 300 Milligramm noch immer irgendwo bei 100 Nanogramm pro Milliliter rumkrebst, dann gebe ich schon Fluvoxamin dazu. Dann gehe ich gar nicht mehr hoch, weil ich dann aus jahrelanger klinischer Erfahrung weiß, ich brauche 800 Milligramm, um den in den Referenzbereich zu bringen. Würden Sie 800 denn nie geben? Doch, natürlich. Ich meine, prinzipiell spricht nichts dagegen, auch dem Patienten 800 Milligramm zu geben. Ja, natürlich kann man das machen. Das kann man machen. Aber es gibt eben auch Patienten, die kommen zu einem aus Kliniken, die keine Plasmaspiegel gemessen haben, als vermeintlich therapieresistent mit 500 Milligramm Clozapin und sie messen den Plasmaspiegel und der liegt bei 100, 150 Nanogramm pro Milliliter und der Patient raucht 40 Zigaretten. Ja, das ist eine Pseudotherapieresistenz. Die werden mit vermeintlich hohen Dosierungen als therapieresistent eingestuft, obwohl sie es nicht sind. Gut, vielen Dank. Das ist eine spannende Frage. Wir merken das hat auch einen hohen klinischen Wert. Ich